Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen steht auf des Messers Schneide. Um die Frage, welche Stimmen ausgezählt werden sollen, wie lang sie ausgezählt werden können, ist eine gefährliche politische Auseinandersetzung entbrannt. In Österreich sind wir dabei, den Schock der Terrornacht von Montag zu verarbeiten. Der islamistische Anschlag hat Alarm ausgelöst in der Europäischen Union und auch in den USA. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, wo am Montagabend die Redaktionsmitglieder sich in einen sicheren Raum zurückziehen mussten, weil draußen vor den Fenstern geschossen wurde. Ich begrüße sehr herzlich online Mitchell Ash. Hallo. Guten Abend. Mitchell Ash ist Historiker an der Universität Wien. Er hat viel geforscht über die Gegenwart und die Geschichte der Vereinigten Staaten. Ich begrüße sehr herzlich die ehemalige österreichische Botschafterin in Washington, Eva Nowotny. Hallo. Hallo, guten Abend. Eva Nowotny ist Vorstandsmitglied des Kreisky-Forums, unter anderem in Wien. Und ich freue mich über die regelmäßige Zusammenarbeit des Falter Talks mit dem Kreisky-Forum. Ebenfalls online dabei ist Cassie Britton. Willkommen. Hallo. Cassie Britton ist Sängerin und DJ mit einer großen Audience auf beiden Seiten des Atlantiks und ebenfalls zugeschaltet ist Falter Mitbegründer und Herausgeber Armin Thurnherr. Hallo. Hallo. Sprechen wir zuerst über den Terrorangriff in Wien in dieser Woche, der ja international einiges Aufsehen erregt hat. Relativ lang hat es keine Terroranschläge gegeben in Österreich. Armin, jetzt kommt dieser Angriff in einer Zeit des Lockdowns, der großen Verunsicherung, der Pandemie. Wie stark hat dieses Zusammentreffen des Schocks über den Anschlag mit der allgemeinen Verunsicherung diese Wirkung dieser Anschläge vertieft? Es war sicher ein ganz dramatischer Moment, weil er erstens es fast ein warmer Sommerabend oder ein Spätsommerabend war, den viele Leute dazu benutzt haben, sich sozusagen das letzte Mal vor dem Lockdown zu vergnügen und zu amüsieren und zu entspannen und sich eigentlich vorzubereiten auf die kommenden Entbehrungen oder Schwierigkeiten. Und sicher an alles andere dachten, an nichts Böses dachten. Und dann passiert plötzlich so ein Einbruch von Gewalt, der sich ganz offensichtlich auch gerade gegen diese Freizeitszene und gegen dieses entspannte, urbane Gefühl gerichtet hat. Dazu noch an einem zentralen Punkt des jüdischen Lebens in Wien, wo sozusagen vor 40 Jahren schon einmal ein Anschlag auf die Synagoge stattgefunden hat. Aber der jetzige Anschlag hat sich ja gerade auf die entgegengesetzte Straßenseite gerichtet, nämlich auf die entspannten Menschen. Das Absurdeste daran ist ja vielleicht, dass der Täter selber eine nordmazedonische Wurzeln hatte, geborener Österreicher, und eines der Opfer ebenfalls ein Österreicher mit albanischen Wurzeln war. Also auf absurde kann man diesen Irrwitz kaum zum Ausdruck bringen. Und dann zweitens muss man dazu sagen, dass es natürlich in Österreich eine aktive dschihadistische Szene gibt und jeder wusste, dass es ca. 300 Leute gibt, die sich auch sehr für die Teilnahme an den Aktivitäten des IS auch direkt in Syrien interessiert haben. Und man weiß von problematischen Moscheen, man weiß von einer Szene, die offensichtlich nicht so eng beobachtet wird, wie sie beobachtet werden sollte. Und das mit einer eh schon virenkrisengeschüttelten Regierung, die da offensichtlich die Sache auch nicht in den Griff bekommt, hat dann schon eine besondere Explosivität entfaltet, kann man sagen. Eva Nowotny, es hat zuvor grausame Anschläge in Paris gegeben mit der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty wegen der Mohammed-Karikaturen im Unterricht. Dann hat es einen Angriff gegeben gegen eine Kirche in Nizza. Wird in Europa dieser Terroranschlag in Wien als Teil einer möglichen größeren Terrorwelle in ganz Europa angesehen?
Ja, ich glaube schon, dass das der Fall ist. Ich habe auch gerade vorhin erfahren, dass am Montag, also nächste Woche, Präsident Macron nach Wien kommen wird, als eine Art, nicht nur politischer Besuch, sondern auch als eine Art Solidaritätsgrundgebung, Bezeugung, was eine sehr schöne Geste ist. Also ich glaube schon, dass man das in einen größeren Zusammenhang einordnen muss. Und im Vergleich zu den Terroranschlägen, mit denen wir es in den 80er Jahren zu tun hatten, hat das schon eine andere Qualität. Das war damals der palästinensische Terror immer verbunden mit einer politischen Forderung, während jetzt das sozusagen Anschläge sind, sowohl in Frankreich als auch hier bei uns jetzt, die zentral auf das gesellschaftliche Leben, auf unsere Werte, auf die Art, wie wir miteinander umgehen, gerichtet sind. Und das ist eine neue Qualität, mit der wir erst zurande kommen müssen. Ich glaube auch, dass deshalb der Schock bei den Leuten, die das miterlebt haben, besonders hoch war, weil das eben so ein Angriff auf ein Lebensgefühl und eine bestimmte Art, wie wir miteinander leben, gerichtet war. Cassie Britton, wie groß war der Widerhall dieser Anschläge in Wien in der internationalen Kulturwelt, in der Sie aktiv sind, mit der Sie vertraut sind? Also ich habe davon erfahren, weil mich eine DJ-Kollegin aus Berlin angeschrieben hat, wie es mir ginge. Ist alles okay bei dir? Und ich so, was ist denn passiert? Also wir wohnen ja jetzt in Niederösterreich, ist das ganz, also wir haben genau in der Nähe von der Falter-Redaktion eigentlich unsere Wohnung gehabt. Wir sind nach Niederösterreich gezogen. Ich habe gar nichts mitbekommen, weil ich halt so wenig wie möglich fernschauen möchte, um mich nicht noch wahnsinniger zu machen. Und bin dann also kontaktiert worden von allen Kollegen, Freunden aus der Szene, aus sei es New York, Berlin, also das ist, hat wahnsinnig die Runde gemacht und hat auch alle natürlich mit den Wahlen jetzt dann von gestern heute wahnsinnig betroffen. Also es scheint uns alles jetzt wirklich alle anzugehen. Also was einem passiert, passiert allen. Mitchell Ash, Amerika reagiert immer sehr aufmerksam bei Terrorismus. Aus den USA haben sich sowohl Joe Biden als auch Donald Trump mit Österreich solidarisiert. Ist das irgendwie, konnte das wahrgenommen werden in Amerika, weil das ja Wahltag, unmittelbar vor dem Wahltag war, mit der großen Anspannung im Land aufgrund der Kontroversen um die Wahlen im Land selbst? Ja, man kann sagen, dass das sehr wohl wahrgenommen wurde. Die amerikanischen Medien haben ja ein festes Gesetz, das vielleicht nicht nur für sie gilt. Auf informelles Englisch formuliert habe ich gelernt, schon als Zeitungsjunge in viel früheren Jahren, heißt es, if it bleeds, it leads. Das heißt, wenn Blut fließt, kommt es als erstes. Und davon weichen sie nicht ab, auch wenn die Wahlen so existenzielle Bedeutung für die USA haben, wurde über den Anschlag in Wien trotzdem sehr prominent berichtet in den Fernsehnachrichten. Ich selber habe allerdings davon erst durch einen Anruf der Schwester meiner Lebensgefährtin erfahren, die in Wien in der Innenstadt gewesen ist mit ihrem Freund. Sie wollten zu Porgy & Bess gehen und wurden von der Polizei lauthals abgehalten und haben gar nicht gewusst, worum es geht zunächst einmal und wollten das von mir wissen. Das war ein sehr, also ein unheimliches, eine Art Splitscreen-Erlebnis, weil ich davon nichts wusste in dem Moment. Erst später taten sich diese verschiedenen Erfahrungsebenen, die internationale, die lokale und meine eigene heimische zu einer Einheit zusammen. Am Anfang war das eher nicht so. Armin Thurnherr, die Polizei hat ja extrem rasch reagiert. Nach 9 Minuten ist der Mann erschossen worden. Man kann sich gar nicht, möchte sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der länger schießen hätte können. In Norwegen, der Rechtsradikale, ist ja nach einem Attentat vor Jahren in der Innenstadt dann unbehelligt in ein sozialistisches Jugendlager gegangen und hat dort die Kinder abgeknallt. Das wurde verhindert. Da hat man den Eindruck gehabt, die Sicherheitsbehörden funktionieren doch gut. 9 Minuten, wahnsinnig rasch. Jetzt erfährt man, der Mann wollte im Sommer in der Slowakei Waffen kaufen, Munition kaufen. Und diese Information ist von der Polizei, vom Innenministerium nicht
an die Justiz weitergegeben worden. Also die Behörden waren intern nicht kommunikationsfähig. Er wäre sicherlich verhaftet worden, wenn das bekannt geworden wäre. Was stimmt jetzt? Funktioniert? Ist das ein Zeichen, dass das Sicherheitssystem in Österreich doch besser funktioniert, weil so schnell reagiert? Oder zeigt das auch, in welchem Ausmaß zeigt das auch dysfunktionale Elemente auf? Also ich glaube, wir haben es mit mehreren funktionierenden und nicht funktionierenden Elementen zu tun. Einerseits funktioniert sicher die Einsatzpolizei und die Sicherheitskräfte auf den Straßen und auch die Spezialeinheiten sind sehr gut. Was nicht funktioniert, ist dann die nachrichtendienstliche Seite. Wir kennen das ja aus den BVT-Skandalen und den diversen Schwierigkeiten damit. Und dieser jetzt von der Süddeutschen Zeitung aufgedeckte skandalöse Tatbestand, dass das slowakische Ermittler die Österreichischen davon informiert haben, dass da ein Mann, der verurteilter, wegen IS-Mitgliedschaft verurteilt einsaß, Munition kauft, dass sie das nicht weitergeben und auch nicht weiter bearbeiten. Das zeigt natürlich da ein Versagen. Und drittens zeigt natürlich auch ein kommunikatives Versagen innerhalb der Ministerien. Und viertens, ich habe sehr geschätzt, wie sich unsere Spitzenpolitiker nach dem Anschlag verhalten haben, besonnen, nicht auseinander dividierend und sehr zurückhaltend. Aber dennoch konnte sich dann der Kanzler nicht zurückhalten, der Justizministerin in Folge sozusagen ein Versagen des Justizministeriums umzuhängen, weil dieser Mann nach 2/3 der Haftstrafe routinemäßig entlassen wurde. Ja? Also er hat da sozusagen auch dieses parteipolitische Spiel begonnen, das man ja auch aus dem Ibiza-Ausschuss kennt. Und das fand ich eine sehr, sehr unnötig im Beigeschmack schon damals. Und der hat sich jetzt herausgestellt als Boomerang, weil jetzt zeigt sich ja, dass das Innenministerium selbst das Hauptversagen hat, weil es eben niemanden darüber informierte. Und es wird ja auch dazu einen Untersuchungsausschuss geben. Und das sind Dinge, die also in anderen Ländern wahrscheinlich zurücktreten, verantwortliche Politiker führen würden. Man kann sagen, die Verantwortlichen sind nicht mehr im Amt, aber auch sowas einfach schön zu reden oder nicht zu behandeln, ist auch schon sehr problematisch. Ivan Novotny, wenn man in andere europäische Staaten blickt, die in solchen Situationen waren, wie groß ist dann die Gefahr, dass die Innenpolitik überhand nimmt und man wirklich jeder versucht, innenpolitisch irgendetwas auszuschlachten, anstatt sachlich daran heranzugehen, was schlecht funktioniert hat, was man verbessern könnte? Wie groß ist dieses Risiko, diese Gefahr? Also ich glaube, nach der Erfahrung der letzten Zeit würde ich meinen, dass diese Gefahr nicht allzu groß ist. Natürlich ist die Versuchung immer da, solche Vorfälle auch innenpolitisch zu thematisieren und auszuschlachten. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, jetzt doch ein allgemeines Bewusstsein schon auch auf der politischen Ebene, dass es sich hier um ein großes Problem handelt, das viele Staaten berührt und mit dem wir alle gemeinsam umgehen müssen. Also gegenseitige Schuldzuweisungen etc. sind da nicht angebracht. Und man sieht ja auch jetzt schon in den ersten Nachforschungen zu unserem Vorfall, wie das schon in ein europäisches Netz hineingeht. Nicht? Also wir führen die Untersuchungen schon in der Schweiz, wir führen sie auch zum Teil schon in Deutschland. Das heißt, da gibt es also schon Querverbindungen, die aufgeklärt werden müssen. Und da ist kein Raum für politisches Kleingeldmünzen. Armin Thurner, noch eine Frage zu den Medien in diesen Tagen. Es gibt eine Kontroverse um die Veröffentlichung von Videos in den Stunden des Anschlags vom TV-Sender Ö24 und das Online-Medium der Kronenzeitung, wo Videos veröffentlicht wurden, obwohl die Polizei gebeten hat, das nicht zu tun, von unmittelbar dem Anschlag von Opfern. Jetzt rechtfertigt sich der Herr Fellner, der Chef von Ö24, sagt, er hat das vom israelischen Fernsehen, diese Erschießungsszenen erhalten, die Gesichter wurden verpixelt und da
habe man ja nichts Verbotenes getan. Er hat sich gleichzeitig auch entschuldigt. Was ist in der Situation die Richtschnur, um Pressefreiheit auf der einen Seite sich nicht einschränken zu lassen von den Interessen der Polizei, aber gleichzeitig auch Rücksicht zu nehmen auf die kritische Situation vor Ort? In solchen Fällen hat man schon auf die Rettung von Menschenleben Rücksicht zu nehmen und hat seine Geschäftsinteressen hintanzustellen. Nichts anderes war es, da braucht man nichts beschönigen. Es ist ja nicht eine Situation, wo jetzt quasi in einem revolutionären Aufstand ein Diktator versucht, die Polizei zu instrumentalisieren und damit Medien stumm zu machen, sondern es war ganz einfach das Interesse der Sicherheitskräfte, erstens die Ermittlungen nicht zu behindern und damit zweitens möglichst viele Leute zu schützen und Leben zu retten. Man wusste ja nicht, ob es mehrere Täter sind, ob es einer ist. Es war ja eine vollkommen undurchsichtige und am Anfang ja auch panische Situation. Und das sozusagen für sein eigenes Geschäft so auszunutzen, ist vollkommen ethisch, vollkommen unhaltbar und absolut zu verurteilen. Dafür gibt es auch keinerlei Ausreden und die einzig richtige Antwort darauf haben wir einige Firmen gefunden, die sofort ihre Inserate storniert haben. Das sollte in eine nachhaltige Maßnahme umgewandelt werden. Dann würde diesen Medien auch sozusagen die Geschäftsgrundlage entzogen werden. Blicken wir auf die amerikanischen Wahlen. Wir zeichnen diese Sendung Mittwoch am frühen Abend auf und es hat wenig Sinn zu spekulieren, was jetzt alles passieren könnte. Aber Mitchell Ash, diese Patt-Situation zwischen Trump und Biden am Wahltag, was sagt die uns Grundsätzliches aus über das heutige Amerika, Mitchell? Zunächst einmal, leider ist die banale Aussage zu wiederholen, die alle tätigen, nämlich, dass das Land sich polarisiert hat. Das ist keine Neuigkeit. Herr Trump ist auch nicht die Ursache, sondern ein Auswuchs dieser Polarisierung. Dass er damit Schlitten gefahren ist, muss man allerdings schon feststellen. Mit dem Können eines Medienmenschen, der im Reality-TV sein Handwerk gelernt hatte, eigentlich schon vorher im Talk-Radio, aber wie dem auch sei, das ist ein Medienmensch und nicht nur ein Immobilienmogul. Und er hat verstanden, wie damit umzugehen ist in diesem Sinne. Und man muss sagen, dass wirklich frappierend ist, und ich glaube für viele völlig unerwartet, dass die Teilnahme an diesen Wahlen auch auf seiner Seite gestärkt werden konnte. Das wurde nicht wirklich in Erwägung gezogen von den Demokraten. Die haben gemeint, je mehr Leute wählen gehen, desto besser für uns. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Und damit werden wir alle umzugehen haben, dass Trump eine derartige Massenunterstützung tatsächlich nicht nur erhalten, sondern ausbauen konnte. Cassie Britton, wie waren die Erwartungen in Ihrem Bekanntenkreis unter Amerikanern in Europa oder auch in den USA? Es haben ja viele geglaubt, es wird ein großer Sieg für Joe Biden kommen. Es kann auch immer sein, dass er gewinnt die Wahlen, aber ein Erdrutschsieg wird es wohl sicher nicht. Also es haben sich natürlich, also es sind alle wehen gegangen. Auf Instagram hat man, also von allen, vor allem von allen amerikanischen Kollegen, selbst auch von europäischen Kollegen, die Posts waren Go Vote, Vote, Vote und immer, also dieses, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, auf Instagram gibt es dann noch diese Election extra Link etc. Also das war wahnsinnig prominent natürlich in den letzten Tagen. Und es waren alle hoch besorgt. Es sind alle sehr besorgt, dass also die Wahl ist ihnen so nahe gegangen, dass ihr Leben sich jetzt, wenn Trump wieder gewählt wird, dass sich ihr Leben wirklich schrecklich ändern wird. Ja, obwohl ich muss auch sagen, es gibt auch einige Leute, die das schon nüchterner gesehen haben und auch gewusst haben, dass Trump auch für viele Leute spricht, die halt jetzt auch vielleicht jetzt nicht Rassist die ganze Zeit genannt werden wollen und die halt gemerkt haben, wie sehr das Land gespalten ist. Und das ist auch das, was mir am meisten Sorge macht oder aufgefallen ist, wie man, also jeder hat unterschiedliche Meinungen und diese Meinungen darf man voneinander nicht mehr aussprechen. Und es ist auch unter vielen Kollegen und Freunden zu hitzigen Diskussionen gekommen. Und ich fand das also besorgniserregend und auch sehr interessant, dass man jetzt gar nicht mehr sagen kann, das ist jetzt links gegen rechts, sondern
man merkt halt so, wir sind halt an einen gewissen Punkt gekommen und gewisse Fragen müssen gestellt werden, gewisse Sachen müssen ausgesprochen werden. Und ja, das haben schon auch einige Leute gesehen. Also es war jetzt nicht nur hoffentlich gewinnt Biden, sondern es gibt ein gravierendes Problem in unserem Land, wenn wir so zweigeteilt sind. Armin Thurnherr, Trump sagt, er ist der Sieger, obwohl noch gar nicht ausgezählt ist. Er sagt, es ist Fraud, also Betrug, weil er nicht zum Sieger erklärt wurde, jetzt schon, bevor noch ausgezählt wurde. Ein Zeichen, wie stark die Demokratie gefährdet ist in Amerika. Amen. Ja, ich meine, das ist natürlich, ich würde Mitchell Ashton vollkommen zustimmen. Das gehört einfach zu seiner Rolle des Volksschauspielers dazu. Er ist ja selber ein Schwindler und Hochstapler, das wollen wir nicht vergessen. Auch seine Geschäftspraktiken sind ja nach wie vor undurchschaut. Wir kennen seine Steuererklärungen zwar aus der New York Times mittlerweile, aber den Wert seines Unternehmens und die fälligen Zahlungen kennen wir nicht. Das meiste Geld hat er als Fernsehunterhalter verdient. Und ich glaube auch, dass unterschätzt wird sozusagen, wenn man das Ganze politisch analysiert, was wirklich diesen TV-Clown und Social-Media-Clown so attraktiv macht. Ja, das macht er nämlich einfach attraktiv, weil er in einem Politunterhaltungsgeschäft eine ganz glaubwürdige und starke Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob Charisma noch das richtige Wort dafür ist, das klingt so altmodisch, ja, aber da ist ein Tatbestand von Anziehungskraft, kann man vielleicht wirklich vergleichen mit einem Boulevardmedium, dass die Leute lesen, sie wissen, da steht Blödsinn drin, da werden wir belogen und da wird uns alles mögliche eingeredet, aber wir nehmen es trotzdem, so wie eine englische Boulevardzeitung oder Bild oder sowas, wir nehmen es und lesen es trotzdem, weil es uns unterhält und weil es uns anzieht und es zieht uns mehr an als anderes. Und sowas, glaube ich, ist bei Trump zu beobachten, abgesehen davon, dass die Mechanismen im Hintergrund, ja, die Mechanismen der Social Media, die ja mit ihren Algorithmen dieses Gegensätzliche, dieses Antagonistische, dieses Streitsüchtige befördern, dass die ja unerkannt sind und dass die Geschäftsinteressen dieser Konzerne sozusagen abseits jeder oder vieler demokratischer Regulative verlaufen. Das sind Entwicklungen, die die Demokratie natürlich viel mehr gefährden. Aber Trump ist einer, der sozusagen das Ganze in einer Figur zum Ausdruck bringt, sagen wir es mal so. Mitchell Ash, Trump hat begonnen als Medienphänomen, in die Politik ist als Medienphänomen in die Politik eingestiegen, aber es steht doch jetzt für autoritäre, nationalistische, demagogische Politik, die es in dem Ausmaß in Amerika nicht gegeben hat, wenn ich mich nicht irre. 40% der Wähler, die hinter ihm stehen, was diese Wahlen gezeigt haben, wie groß geht die Destabilisierung der Demokratie, die sich daraus ergibt? Wie weit geht die mit Slash? Also, was die Medienseite betrifft, ist es leider Gottes nicht nur unter der Rubrik Entertainment zu verbuchen, obwohl die Werkzeuge der Entertainment-Industrie hier sehr zum Einsatz gekommen sind. Schön wäre es, wir könnten uns mit der These begnügen, die schon mal vorgetragen wurde, als Berlusconi an der Macht in Italien so lange blieb. Wurde von Politologen schon behauptet damals, dass die Italiener so wenig von der Politik erwarten, dass sie das Entertainment gewählt haben. Das klingt wunderbar beim ersten Hören, aber es ist in diesem Fall, glaube ich, viel tiefer liegendes am Werk. Einer, der in der Wahlschlange in Florida gestanden hat und gefragt wurde, warum er Trump wählt, obwohl er eigentlich ein Working-Class-Mann sei, hat er gesagt, ja, der Trump ist irgendwie ein Working-Class-Billionaire. Ja, der redet so, als würde er uns verstehen. Das kann man psychologisch analysieren, wie ein Demagoge sozusagen ein Kostüm anzieht und so tut, als wäre er so jemand. Trump ist natürlich ein Erbe und kein Proletarier jemals gewesen. Aber er und sein Vater haben ihre Karriere in Queens, ein Borough außerhalb von Manhattan in New York, und wurden von dem Manhattan Immobilien-Establishment abgelehnt. Und aus diesem Ressentiment speist Trump
sich seine Pseudo-Identität. Und das ist ein authentisches Gefühl, das er da vermittelt. Das hat natürlich mit den Leuten, die er anspricht, nichts zu tun. Aber sie nehmen das als authentisch wahr. Das klingt jetzt sehr anspruchsvoll, wie ich jetzt formuliere, aber ich glaube, bleibe dabei, dass das ein Teil seiner Wirkung erklärt. Allerdings hast du gerade von der Gefahr für die Demokratie gesprochen. Und das alles ist leider keine Gefahr für die Demokratie. Viel schlimmer sind die Machenschaften der Republikanischen Partei, die jetzt ins Rollen gebracht werden und gebracht worden sind, um die Briefwahl auszuhebeln. Ich nenne das jetzt auch wieder ein bisschen hochtrabend, die Verwendung rechtsstaatlicher Mittel, um die Demokratie auszuhebeln. In diesem Fall geht es... Weil, musst du erklären. Das werde ich tun. Es geht um verschiedene Szenarien, kann ich nicht ausführlich erklären, aber weil die Zeit es nicht erlaubt. Aber es geht schon darum, dass die Republikaner nicht jetzt erst, sondern seit Monaten planen, die Briefwahlergebnisse in allen der Bundesstaaten, wo die Mehrheit davon abhängig zu sein scheint, dagegen zu klagen vor Gericht. Das ist längst geplant. Das ist nichts Neues und keine spontane Entschließung von Donald Trump, sondern die eigene Partei macht das. Und die machen das aufgrund der schlichten Tatsache, dass sie sehr wohl wissen, dass sie nie mehr wieder eine Mehrheit in der Gesamtwahl gewinnen werden. Also müssen sie in den Bundesstaaten siegen, in dem sogenannten Electoral College. Und wenn das bedroht ist, müssen sie irgendwie dagegen vorgehen. Und sie greifen zu jedem Mittel. Und in diesem Fall sind es die Gerichte, die sie bemühen werden, mit dieser absurden Behauptung, die Briefwahl sei für Betrug anfällig. Aber wenn das selbst von jedem normalen Gericht abgelehnt werden könnte, gibt es möglicherweise sich widersprechende Entscheidungen in verschiedenen Bundesstaaten. Und wenn das vorkommt, ist das ein Fall für den obersten Gerichtshof, den Supreme Court. Das ist steht in der Verfassung. Wenn bundesstaatliche Gerichte sich widersprechen, kann man das unmittelbar über die Instanzen hinweg dem obersten Gerichtshof vorlegen. Und also das wäre sozusagen Obstruktion des demokratischen Entscheidungsprozesses mit Hilfe des Rechtssystems. Die Klage ist zunächst auf Aussetzung der Briefwahl. Wenn das ist, nicht erlaubt wird, klagen Sie gegen die Validität der Stimmabgabe. Das ist ja geplant. Auch im Jahr 2000 in Florida schon vorexerziert worden, ja, dass man dadurch den Entscheidungsprozess sehr, sehr lang in die Länge ziehen kann. Es geht um mehrere Bundesstaaten und nicht nur um einen. Und es geht nicht um die Abzählung von Stimmen, die eigentlich überall sonst nicht gezählt worden wären, wie in Florida gewesen ist, sondern um echte Stimmen. Und die sollen invalidiert werden, schlicht und einfach. Und das wird sich in den, das wird sich in den nächsten Tagen, Michel, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was davon wirklich umgesetzt werden kann und umgesetzt werden wird. Ich muss mich jetzt von allen verabschieden, die uns auf W24 zusehen. Danke für Ihr Interesse auf YouTube und im Falter Podcast vertiefen wir diese Themen. Ivan Novotny, wie wichtig ist es für die Europäer, wer sich im Endeffekt durchsetzt in Amerika und wie sich der mögliche zukünftige Präsident durchsetzt? Ja, natürlich ist das von einer enormen Wichtigkeit. Ich möchte nur noch einen Schritt zurückgehen, also zu der früheren Diskussion. Ich sehe das schon, also vielleicht etwas dramatischer, als das jetzt dargestellt worden ist. Die Tatsache, dass ein amerikanischer Präsident öffentlich vor seinen Anhängern erklärt, jetzt bin ich vorne, jetzt ist es genug, jetzt wird nicht mehr ausgezählt und da gehe ich jetzt zum Supreme Court und werde verlangen, dass das gestoppt wird, zeigt ein Demokratieverständnis oder eine Verachtung demokratischer Prozesse, die eigentlich unerhört ist. Und ich hätte mir nie vorstellen können, so etwas von einem amerikanischen Politiker in der Form zu hören. Das muss man mal sehen. Und das hat auch eine Wirkung, die weit hinausgeht über die USA. Denn international wird nicht Donald Trump überall als Politclown dargenommen, sondern als ein sehr starker Politiker, der auch Vorbildwirkung hat. Und das heißt also, da ist durchaus auch eine Einladung zur Nachahmung drin. Das Zweite, was ich sagen wollte, zu deiner früheren Frage zur Spaltung. Ich glaube, die Karten, die wir jetzt gesehen haben im Zusammenhang mit dieser Wahl,
sind höchst eindrucksvoll. Du siehst also einen blauen Kordon auf der Ostküste, du siehst einen blauen Kordon auf der Westküste und du siehst ein breites rotes Feld in der Mitte. Und das ist die Spaltung des Landes, die sich mit der wir es zu tun haben. Was dazwischen kommt oder dazu kommt, sind natürlich einige blaue Türme wie Milwaukee oder Chicago, Indianapolis, also große Städte, die in diesem ruralen Amerika noch herausstechen und eben, und aber das ist, sind, da sind die eigentlichen Bruchlinien. Das Dritte, und da komme ich jetzt also zu deiner eigentlichen Frage, natürlich ist das für Europa besonders wichtig. Wir haben ja im transatlantischen Verhältnis und im Dialog Europa-USA in den letzten Jahren größte Schwierigkeiten gehabt. Es ist zum ersten Mal von amerikanischer Seite Europa als ein Feind und ein Gegner dargestellt worden. Man ist der Europäischen Union mit Verachtung begegnet. Man hat die Austrittsbemühungen von Großbritannien unterstützt. Man hat also Frankreich und Deutschland nahegelegt, vielleicht auch aus der Union auszutreten. Also alles das waren sehr problematische Dinge. Plus eine Absage an viele Dinge, die eben Europa wichtig sind. Das ist also Internationalismus, Multilateralismus, Vertragstreue, Pacta sunt servanda und so weiter. Das sind alles Themen, mit denen wir es, also die für Europa schon sehr ernst sind. Die Tatsache, dass Biden eigentlich nicht sehr prominent im Wahlkampf, aber doch also in seinen Stellungnahmen und auch in seinen Papieren, er gesagt, er wird also wieder den internationalen Organisationen beitreten. Er wird Verträge wieder reaktivieren, aus denen Trump ausgetreten ist. Hat also für Europa schon eine gewisse Signalwirkung. Und es ist natürlich daher auch verständlich, dass man mit einem, wie soll ich sagen, sehr wachen Auge im Moment auf diese letzten Stunden der Wahlauseinandersetzung schaut. Die sind ja auch mit großer Spannung verbunden in Washington, in New York, in anderen amerikanischen Städten haben wir gesehen, dass Geschäftsleute ihre Vitrinen verbarrikadieren, weil man Angst hat, dass es vielleicht zu Zusammenstößen kommen könnte, wenn sich diese Polarisierung über Tage zieht und immer heftiger wird. Cassie Britton, unter ihren Freundinnen und Freunden in Amerika, ist da Angst, dass es da zu einer wirklichen Destabilisierung kommen könnte? Das sind ja alles Szenarien, die man sich vielleicht in einem autoritären Drittweltland vorstellen kann, aber in Amerika bisher unvorstellbar waren. Also ja, es gibt schon Angst etwas. Also man ängstigt sich um halt so gewisse Gebiete, wie halt das dann auch in Chicago oder in Minneapolis war. Es geschieht entweder dort, wo die ganzen, also in diesen Haupteinkaufsstraßen oder so, wo dann eigentlich eh niemand wohnt, oder es geschieht da in den Gebieten, wo halt dann die Minorities wohnen, und für die ist es halt dann immer, geht es halt dann am schlechtesten aus. Also es ist die halt schon das Schwere losgezogen haben, sind dann am meisten davon betroffen. Also das ist eher, was ich mir denke, was die Leute mehr sorgt. Aber eigentlich nicht. Also ich habe jetzt, also ja, es sind manche fahren, wenn sie ein Landhaus haben, aufs Land raus oder so. Aber ich glaube, dass man jetzt das jetzt nicht so ganz schwarz malt jetzt in meinem Umfeld. Cassie Britton, die Amerikaner sind offenbar, jetzt die Amerikaner, aber doch konservativer, als wir das gedacht haben. Der Block, der hinter Trump sich versammelt, ist viel größer, als das viele in Europa erwartet haben. Merkt man das auch in der Kulturszene ein bisschen, dass da ein Unterschied ist, wie Amerikaner ticken oder wie Europäer ticken? Oder läuft diese Verbindung nur unter linksliberalen Kulturleuten und da gibt es eigentlich keine Trump-Anhänger? Oder sind Sie auf Trump-Anhänger gestoßen sozusagen? Gibt es die? Also ich, in der Kulturwelt? Es gibt schon, also es gibt gewisse Sachen, die ich sagen würde, die ich mit vielen Leuten angesprochen habe, die, wo ich verstehe, also wo wir gesagt haben, zum Beispiel Abtreibung und so weiter. Also das sind so Dinge, die, wenn man bis zum 9. Monat abtreiben darf, das sind so Sachen, die sind
heikel. Also ich verstehe schon, warum man ein Abtreibungsgegner dann wird in dem Fall. Also ich, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich finde das jetzt ganz in Ordnung. Also es gibt jetzt gewisse Felder und Dinge, wo die Leute sich dann darüber streiten, was ist richtig, was ist schlecht, was ist gut. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gerade in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, also konservativ, die Amerikaner haben eine ganz andere Haltung generell. Also ich würde sagen, es ist alles dort auf eine Art und Weise sehr locker und sehr freundlich, aber auch konservativer, weil man irgendwie höflicher auch ist oder weil es ein besseres Benehmen einander gegenüber gibt. Generell in den USA und mehr Respekt, würde ich sagen, als in Europa, wo man doch etwas unfreundlicher generell ist. Und insofern finde ich, die USA war für mich schon immer konservativer, aber das ist nicht unbedingt jetzt schlechter. Obwohl natürlich das Umfeld gerade, also die New Yorker Clubszene und so, die ich kenne, das ist natürlich eine wahnsinnig liberale Szene und für die wird das wahnsinnig hart treffen und das kann ich wahnsinnig nachvollziehen. Es gibt halt natürlich große Sorge, weil man sich halt denkt, die Republikanische Partei kann uns überhaupt nicht das geben, was halt die Demokratische Partei gibt, obwohl ich, es ist halt wie man auch gesagt hat, also es kommt darauf an, wo man hinfährt. Also es gibt sicherlich genug, in Miami oder so, gibt es auf Partys auch sicherlich genug Trump. Wähler. Und ich würde jetzt aber jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein wahnsinniger Unterschied ist im Verhalten. Also, oder eben, wo man sich jetzt nicht wohlfühlen würde. Oder also die Schwester von meinem besten schwulen Freund, die ist auch Trump-Wählerin und ist jetzt eine. Und aber die Latina. Es scheint doch so zu sein, dass die Familien, in denen man ruhig am Festtagstisch über Politik diskutieren kann in den USA, dass die eher weniger werden, weil man redet lieber nicht über Politik, weil sonst zerstreitet man sich, weil die Situation so polarisiert ist. Kommen wir zurück auf die Auswirkungen der amerikanischen Entwicklungen in Europa. Armin Thurnherr, es hat ja einige Politiker gegeben in Europa, die sich offen für Trump ausgesprochen haben, der ungarische Regierungschef Orban. Ich glaube, der slowenische Regierungschef Janez Janša hat ihm auch sogar schon gratuliert zum Wahlsieg, den es noch gar nicht gibt. Wie sehr wird der Ausgang der Entwicklung in Amerika politische Trends in Europa beeinflussen? Ja, wenn ich vielleicht eingangs noch ein bisschen ergänzen darf, was ich vorher gesagt habe, wenn ich sozusagen Trump als Politclown da dargestellt habe, dann wollte ich ihn nicht verharmlosen, sondern nur erklären, warum er so eine große Wirkung entfalten kann. Natürlich ist es extrem dramatisch, wenn der Führer der größten Demokratie der Welt, die man immer als die Schützerin und Hüterin demokratischer Prinzipien angesehen hat, wenn der plötzlich zu einer Art bizarren Autokraten nach Muster von König Ubu wird, der mit dem Richelieu McConnell als Partner, der das Ganze sozusagen juristisch vorbereitet, die Demokratie tatsächlich unterminiert. Das ist eine Sache, die natürlich auch für wichtige Partner, als die sich Europa immer betrachtet hat und als die sich Europa auch immer auf den militärischen Schutz der USA verlassen hat, wollen wir auch nicht vergessen, dann muss das natürlich ganz extreme Wirkungen haben. Es ist ja eh schon vorher erwähnt worden, wie Trump versucht hat, die EU zu spalten und zu schwächen und wie es ihm auch teilweise gelungen ist, teilweise auch mit denselben desinformativen politischen medialen Methoden, mit denen es ihm gelungen ist, überhaupt gewählt zu werden. Wenn wir an den Brexit denken und die Rolle, die da gewisse Social-Media-Agenturen gespielt haben, wenn man daran denkt, wie er hinter eben Figuren wie Janez Janša oder Viktor Orban steht, wie manche Polen sich ja als praktisch amerikanischen Bundesstaat genauso betrachten oder fast lieber betrachten würde als Mitglied der Europäischen Union, dann sieht man schon, dass da einiges an Wirkmacht da ist, die für die Europäische Union ganz und gar nicht ungefährlich ist. Mitch Lash, es kann ja durchaus noch sein, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das Land,
ist ein Land, das nicht nur gespalten ist, sondern wo es auch die 40% Hardliner gibt, die Trump gewählt haben, Trump unterstützen, vielleicht auch für ihn auf die Straße gehen werden. Was bedeutet das für die Stellung Amerikas in der Welt und auch das Verhältnis zu Europa? Wenn jetzt Joe Biden, wie er durchaus möglich ist, Präsident wird, wird dann die Beziehung zwischen Amerika und Europa so werden, wie man sich das geträumt, wie sich das viele Politiker träumen, es ist alles gut und Trump war nur eine Episode und die transatlantischen Beziehungen sind jetzt so wie vorher, oder ist da nicht doch etwas zerbrochen mit Schleisch? Ich wollte auch kurz darauf hinweisen, dass der Plan der Republikaner, den ich vorhin nur andeuten konnte, schon seit langem besteht. Und die absurde Deklaration Trumps von heute, dass er der Sieger dieser Wahl ist, ist Teil dieses Planes. Also es ist empörend, was er macht, aber Empörung reicht nicht aus. Man muss wirklich verstehen, was hier los ist. Was los ist, ist ein lang ausgeheckter Plan der Republikaner, die Demokratie rechtsstaatlichen Mitteln auszuhebeln. Viel weniger drastisch will ich das nicht ausdrücken. Das hat natürlich Implikationen für die Einstellung Europas zu den USA. Wenn es herausstellt, dass die Republikaner so weit zu gehen bereit sind und dass selbst dann, wenn Biden tatsächlich die Wahlen gewinnt nach normalen Maßstäben, es wochenlange Gerichtsauseinandersetzungen bedürfen wird, bis das endlich feststeht. Und dass es sogar möglich ist, dass die Republikaner weitergehen als den Supreme Court, sondern dass sie versuchen, die Auszählung im Electoral College am 14. Dezember so weit zu bringen, dass es zu einem Patt kommt und zu keiner Mehrheit. Und wenn sie das schaffen, landet alles im Repräsentantenhaus. Und dort wird nach Stimmdelegationen der Bundesstaaten, nicht nach den Einzelstimmen, ausgezählt. Und momentan haben 26 der bundesstaatlichen Delegationen eine republikanische Mehrheit. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Wir werden täglich mit Verschwörungstheorien konfrontiert in den Medien. Und das lenkt uns wunderbar ab von der wahren Verschwörung, die hier vorliegt. Das muss ich wirklich betonen. Es wäre wirklich schön, wenn wir unsere Aufmerksamkeit etwas stärker darauf lenken könnten. Aber das ist nämlich wirklich empörend. Da will ich nichts anderes gesagt haben. Aber darum geht es. Und das hat natürlich Implikationen. Denn wenn Biden die Wahlen gewinnen sollte, geht es natürlich auch darum, ob die Mehrheit im Senat bei den Demokraten auch liegt oder nicht. Das wird auch Implikationen haben für die Führungsmöglichkeiten eines Präsidenten Biden. Diese Dinge müssen alle sozusagen zusammenfallen. Wenn das nicht gelingt, wenn die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten und Biden nur knapp gewonnen hat, wird er eine sehr schwache Position haben, um irgendetwas von seinen eher positiv gedachten Plänen umsetzen zu können. Das bedeutet, dass Joe Biden, selbst dann, wenn er wirklich gewinnen sollte und im Senat die Mehrheit gewinnen sollte, mit vielleicht einer oder zwei Sitzen, die erste Amtszeit mit Reparaturarbeiten verbringen wird müssen. Diese Kit-Arbeit, von der er schon gesprochen hat, er hat von Heilung gesprochen, das ist sehr hochgegriffen. Bis das irgendwie weitergegangen ist und vor allem auch die Schaden, die Trump innerhalb der Regierung der USA angerichtet hat, wieder gut zu machen. Das wird sehr lange dauern. Und es ist mir wirklich noch nicht klar, ob eine funktionierende Regierung der USA in dem einen oder dem anderen Fall in den ersten Monaten überhaupt vorliegen wird. Ivan Novotny, die Weltpolitik nach diesen schwierigen, chaotischen, möglicherweise destruktiven Wahlprozess des Jahres 2020 wird anders ausschauen als vorher. Was sind die Haupttendenzen, die sich aus diesem Chaos in Amerika, aus dieser Situation, vielleicht auch dieser Verschwörung, die ihr Mitchell Ash beschreibt, der Republikaner, den Volkswillen auszusetzen, ergeben? Wie verändert sich die Weltpolitik dadurch? Ja, ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich in erster Linie mal bedenken, dass selbst wenn es gelingen sollte, dass Biden also Präsident der USA wird, die andere Hälfte des Landes ja nicht weggeht. Das heißt, die Leute, die Trump unterstützt haben, die jetzt Einfluss ausgeübt haben und so weiter, gehen nicht weg. Und die
Prinzipien, die in Frage gestellt worden sind, kommen ja nicht nur, sondern das entspricht ja auch einem Teil der Bevölkerung, nicht? Also dem Rechnung getragen werden muss. Das Zweite ist, dass die Amerikaner, und das hat ja schon etwas früher begonnen, sich mehr zurückgezogen haben aus ihrer Rolle sozusagen des wohlwollenden Hegemon. Ja? Sie haben als verantwortlich für ein internationales Regime, für eine globale Ordnung, die sie ja selber mit aufgebaut haben und die sie mit Unterstützung der Europäer die letzten Jahrzehnte ja auch sehr erfolgreich irgendwie etabliert haben. Also was wir jetzt in der unmittelbaren letzten Vergangenheit gesehen haben, dass diese Rolle eben des eines verantwortlichen Umgangs mit einem globalen System unterminiert wurde oder ersetzt wurde durch eine Art von Dealmaking zwischen Spitzenpolitikern. Also das, was Trump betrieben hat, war ja nicht mehr sozusagen Diplomatie und Außenpolitik, wie man es gewöhnt war, sondern das waren Deals zwischen führenden Politikern, wo er versucht hat, das etwas zu beweisen. Das heißt, die internationale Politik wird sich natürlich ändern in dem Zusammenspiel zwischen China, Russland, Europa, Europäische Union, USA müssen also Weichen auch neu gestellt werden. Das ist Großmachtpolitik wird mehr im Vordergrund stehen. Großmachtpolitik zwischen egoistischen Großmächten, die sind immer egoistisch, aber die waren bisher in einem gemeinsamen Rahmen, haben sie agiert, der zerstört wird, der verloren geht. Das war ein Falter-Talk über Amerika im Jahr 2020, die weltpolitischen Konsequenzen dieses schwierigen Wahlprozesses, und wir haben auch über den Terror in Wien und die Auswirkungen sowohl in Österreich als auch in Europa gesprochen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die online mit dabei waren, vor den Mikrofonen und vor den Laptops. Der Falter bietet jede Woche Analysen und Reportagen, daher ein Hinweis, ein Falter-Abonnement kann man ganz einfach im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.com. AT. Diskussionen mit viel Hintergrund gibt es auch regelmäßig im Kreisky-Forum, mit dem der Falter Talk zusammenarbeitet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.